Abend 19.30 Uhr haben auch in der ehemaligen DDR zigtausende vor dem Fernseher gesessen und das ZDF geguckt, die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. 15 Jahre lang hat der gelernte Autoverkäufer, Musikstudent und Schnellsprecher die Sendung geprägt wie kein anderer. Nach 183 Sendungen war dann aber Schluss. Doch so ganz kann Dieter Thomas Heck von seinem Baby nicht lassen. Sie sagen, wenn es losgehen kann? Also diese Uhr zum Beispiel war in der allerersten Sendung schon dabei. Naja, eigentlich war es diese. Aber die erste Sendung, sie liegt ja nun schon 36 Jahre zurück. 1969 Fernsehpremiere für Dieter Thomas Heck und die Hitparade. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen. Hier ist Rostock. Guten Abend. Danke. 2005 kommt sie zurück auf die Bühne, die Kultshow. Das war ja das Tolle bei dieser Sendung, dass wirklich völlig unbeschriebene künstlerische Blätter kamen und plötzlich einen riesen Hit hat. Unser sympathischer Freund aus der Tschechoslowakei mit dem Titel Weißt du, wohin die Startnummer 6, Karel Gott. Weißt du, wohin mein Herz aufreisen geht. Auch die Zuschauerzahlen, die kennt man heute gar nicht mehr. So die ersten Sendungen lagen bei 27 Millionen, 25 Millionen, 26 Millionen. Bei 20 Millionen haben wir eine Krisensitzung gemacht und haben gesagt, irgendwas machen wir falsch. Lampenfieber war immer groß, aber in dem Moment, wenn das angefangen hat, hat man irgendwie Lampenfieber verloren, weil die Stimmung war immer so... so locker und so frei. So auch gestern in der Rostocker Stadthalle. 2200 Fans erleben die alten Hasen des Schlagerbusiness mit ihren größten Hits. Seine Frau heißt Olga. Seine Geliebte, rein musikalisch gesehen, heißt Michaela. Aha, haben sie gesagt. Und hier kommt er. Hier ist Bata Illich. Sehr spannend, wir haben live gesungen, live singen müssen, wollen und man musste praktisch diese 3 Minuten gut drauf sein. Von diesen 3 Minuten fängt die ganze Karriere ab. Meine Damen und Herren, am 15.12.1984 heißt es, das war Ihre Hitparade im ZDF, zum letzten Mal mit Dieter Thomas Heck. Mit der Kulthitparade auf Tour hat er seinem Publikum einen großen Traum erfüllt. Hätten uns nie träumen lassen, noch das mal live zu sehen. Ich habe jede Hitparade im Fernsehen gesehen. Ich gehe ja auch schon auf die 50 und das war so unsere Jugendzeit. Ne? Lange nicht so was Schönes gesehen.